Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will nun ein paar Bemerkungen machen aufgrund des Verlaufs der Debatte. Es geht uns nicht darum, den Gesetzentwurf in irgendeiner Form schlecht zu reden. Wir haben von Anfang an gesagt, wir unterstützen ihn. Wir haben von Anfang an auch gesagt, er ist richtig, er wird den Gemeinden mehr Luft verschaffen. So weit, so gut. Warum ich nur einmal das Wort ergreife, ist, warum Sie, ich wollte Sie ausdrücklich loben, ich habe als einziger Beifall gespendet an dieser Stelle, Herr Ministerpräsident, mal darauf hingewiesen haben, dass damit ja unsere finanziellen Probleme nicht gelöst sind. Und deshalb habe ich mich nochmal zu Wort gemeldet, weil manchmal, das ist nicht beabsichtigt, vielleicht der Eindruck entsteht, als sei damit alles gelöst. Man kann ja das einfach so zusammenfassen, wir nehmen den Gemeinden 1 Milliarde Schulden ab, bis dahin ja wunderbar. Aber wir erhöhen die Landesschulden um 1 Milliarde. Und das ist natürlich nicht unproblematisch. Der Finanzminister hat an einer Stelle, ich weiß nicht wo, ob in der Zeitung oder so, kann das nicht mehr alles so speichern, gesagt, ja, wir müssen das tun, damit, wenn die Zinsen steigen, die Kommunen nicht erneut in Schwierigkeiten kommen. Da hat er völlig recht. Nur, ich habe Ihnen oft gesagt, die Zinsen betreffen ja nicht nur die Gemeinden, sondern auch uns. So, wenn bei 14 Milliarden Schulden die Zinsen um einen Punkt hochgehen, dann ist kein großes Rechenkunststück, also zu rechnen, was das ist. Und dann haben Sie eben dann nochmal darauf hingewiesen, dass wir eine Besserstellung im Bund-Länder-Finanzausgleich haben. Sie kennen unsere Kritik, ich will das nicht alles wiederholen. Warum stelle ich mich hier hin? Ich möchte nur nicht, dass wir alle den Eindruck haben, jetzt seien die Dinge gelöst. Und deshalb war ich Ihnen dankbar, dass Sie das nochmal festgestellt haben. Und jetzt ist natürlich die Verhandlung mit dem Bund, die darf man auch nicht falsch einschätzen. Ich hatte das letzte Mal gesagt, da ging es um den Soli, da haben Sie zu Recht protestiert, weil Sie meinten, es sei mir nicht bewusst, dass das eben keine Ländersteuer ist. Habe ich gesagt, wenn der Soli dann weitere 10 Milliarden Verlust bringt, jetzt kommt Unternehmenssteuersenkungen werden diskutiert. Sie wissen ja auch von wem, ich will das gar nicht vertiefen. Mir wachsen da graue Haare, wenn ich nicht schon hätte. Dann denke ich immer, ja, was hat das für Folgen? Wenn dann also weitere 40 Milliarden also ausgewiesen werden für den Umweltschutz, Sie müssen das doch realistisch sehen, welche Spielräume sind dann für das wichtige Vorhaben, das Sie hier haben mit diesem Gesetz. Mit diesem Gesetz haben Sie das Ziel, und das ist ja dringend notwendig, die Gemeinden, die Schwäche unserer Investitionen, zumindest bei den Gemeinden, etwas abzubauen. Und ich will nur eine Zahl nochmal uns in Erinnerung rufen, die Herr Flaccus ja hier genannt hat. Das war ja die wichtigste Zahl. Pro Kopf gibt das Saarland 284 Euro aus an Investitionen im Jahr und der Durchschnitt der Länder ist eben 528. Ich wiederhole die Zahl nur einmal. 284, 528. Und das sage ich nicht hier, um den mal zu sagen, ach, hat sich ja lange aufgebaut, aber es ist ein ungeheures Delta. Und ich habe manchmal in der Fraktion bei uns gesagt, damit Sie sehen, wie das einen besorgt, fragt doch mal im Finanzministerium an, ob da nicht Rechenfehler drin sind. Das Delta kann doch gar nicht so groß sein. So, und selbst wenn es also nur halb so groß wäre, ist das ein enormes Problem. Und deswegen wollte ich nur sagen, in Ordnung, wiederholen nur einmal, der Schritt ist richtig, auch nichts gegen die sich da besonders eingesetzt haben. Ich will nur sagen, aber die größten Befreiungen, die wir hatten, um das nochmal zu sagen, waren die Bundeszuwendungen in Milliardenhöhe. Die brauchen wir einfach und wir werden sie auch in Zukunft brauchen. Denn wenn wir gleiche Lebensverhältnisse anstreben, müssen wir in etwa dieselbe Investitionsquote erreichen wie andere Länder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.